Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie und euch herzlich willkommen zur Pressekonferenz in der englischen Woche. Wir haben es so gewollt, wir bekommen es so, hatten wir schon 3 Spiele in 9 Tagen. Jetzt ausgerechnet auch in der aktuellen Situation kurz vor dem Ende der Hinrunde noch das OWL-Duell. Morgen am Dienstag um 18.30 Uhr hier bei uns in der Home Deluxe Arena. Wir freuen uns alle sehr darauf, hier Arminia Bielefeld willkommen zu heißen und sind außergewöhnlich gespannt auf dieses Spiel, auch auf die Leistung beider Mannschaften. Und da haben wir den richtigen Mann am Tisch, unser Cheftrainer Lukas Kwasniok. Bitte, Lukas, deine Vorschau auf das Spiel. Ja, es wird sicherlich ein emotionales Spiel werden. Arminia steht mit dem Rücken zur Wand, haben sicherlich deutlich mehr Qualität als die 11 Punkte, die sie aktuell eben nur zu Buche stehen haben. Darüber sind wir uns im Klaren. Sie werden versuchen, uns irgendwo auch weh zu tun, so ähnlich wie andere Mannschaften das eben auch getan haben, mit körperlicher Wucht und viel Leidenschaft. Und für uns gilt es natürlich, neben den fußballerischen Elementen, die wir zweifelsohne im Repertoire haben, vor allem in diesen Duellen dann auch dagegen zu halten, zu bestehen und dann nach und nach unser Spiel aufzuziehen, um dann die Heimbilanz, die ja durchaus recht positiv ist, weiterhin ausbauen zu können. Vielen Dank erstmal. Ja, Lukas, herzlichen Dank. Dann bleiben wir erst beim Sport. Wir machen die Fragerunde. Wer legt los heute? Die neue Westfälische Reich, das Mikrofon, das Westfalenblatt weiter, wie ich das interpretieren soll, weiß ich noch nicht, aber Matthias Reichstein beginnt. Ja, ja, quasi auch. Heidenheim haben sie sich schon zu geäußert. Das war natürlich nochmal so ein Rückschlag jetzt. Sie waren ja auch, glaube ich, mit allen Mannschaftsteilen, glaube ich, nicht zufrieden, wenn ich es richtig gelesen habe. Aber jetzt kommen wir mal auf das Derby. Rohr und Van der Werf. Van der Werf ist ja seit Wochen schon, Rohr war jetzt auch ausgefallen. Wie sieht es bei ihm jetzt aus? Ist der spielfähig für Dienstag? Rein theoretisch sind alle Spiele einsatzfähig. Es waren heute 20 Feldspieler auf dem Platz plus 3 Torhüter. Einzig Sebastian Glas natürlich, eben auch Adrian Grischkewitsch, die uns aktuell jetzt nicht zur Verfügung stehen. Ansonsten müsste ich mich jetzt völlig täuschen, wenn sonst noch jemand gefehlt hat. Kai Kliefisch war zum ersten Mal im Kader. Das war jetzt sicher ein Signal für seine gute Trainingsleistung auch. Und Müller fiel ja auch aus. Wie weit ist er denn jetzt? Kann er jetzt auch mal, kommen wir für den Einsatz in Frage? In allererster Linie war Kai Kleefisch deswegen im Kader, weil Tobi Müller verletzt war. So ehrlich muss man eben sein. Und ich habe heute mit Kai ein sehr, sehr langes Gespräch geführt. Es ist so, dass Kai und ich ja noch keine gemeinsamen Schlachten in der Vergangenheit durchgezogen haben. Das ist so, weil er verletzt zu uns gekommen ist. Und dann ist es schon auch schwierig für einen Spieler im Verlauf einer Saison auf Einsatzzeiten dazu kommen, wenn du länger verletzt gewesen bist und die Mannschaft einfach gut performt und spielt. Und er wird sich vor allem dann auch im Dezember und Januar dann auch anbieten müssen. Das ist normales Prozedere im Fußball. Und er ist sich darüber im Klaren, ich bin mir darüber im Klaren. Und deswegen ist es jetzt nichts Außergewöhnliches, dass der Kai nicht im Verlauf einer Saison, wenn du als Trainer noch nicht weißt, was du vom Spieler auch so richtig bekommst, dann reingeworfen wird. Das ist relativ normal. Sie haben gerade Arminia angesprochen, mit dem Rücken zur Wand. Wie sieht es denn bei Ihrer Mannschaft aus nach den beiden Niederlagen? Spüren Sie da auch jetzt ein bisschen Druck? Weil man spielt jetzt gegen den Letzten und gegen den Vorletzten, eine super Hinrunde, immer noch gespielt. Aber was es gegen Letzten geht, haben wir gegen Fürth ja auch gesehen, brandgefährlich. Also wie sind Sie denn in Ihrer Ausgangslage? Nein, das ist ja im Endeffekt so, dass ein Spielplan sehr viel dazu beiträgt, ob du auf einmal zu einer vermeintlichen Spitzenmannschaft hochstilisiert wirst. Das sind Umstände, die durchaus mal zu einem glücklichen Sieg führen, wie 3 rote Karten, die auf unserer Habenseite gewesen sind. Deswegen haben wir Spiele gewonnen, die wir auch nicht unbedingt hätten gewinnen müssen. Wir waren aber mit den Leistungen insgesamt immer zufrieden, ob wir gewonnen oder verloren haben. Das habe ich immer so kundgetan. Aber durch die Ergebnisse ist natürlich eine Erwartungshaltung entstanden.
die dann wiederum noch höhere Erwartungen generiert. Und wenn man dann diesen nicht gerecht werden kann, indem man sich dauerhaft auf Platz 1 oder 2 dann auch halten kann, was relativ normal ist für den SC Paderborn, führt es dann auf einmal bei Menschen zu einer gewissen Unzufriedenheit. Und das ist etwas irritierend, wie ich finde. Das Einzige, was ich enttäuschend fand, war es erstmalig die Leistung in dieser Saison. Und ich glaube, dass wir da, genauso wie die Mannschaft eben auch, die gleiche Sprache sprechen. Wir waren bisher zufrieden mit den Leistungen und vergangene Woche jetzt nicht. Und das passiert. Und deswegen gibt es da jetzt auch in keinster Form eine veränderte Gesamtsituation. Wir wollen einfach eine tolle Leistung bringen gegen Arminia. Da sind wir den Fans schuldig. Und da sind wir unschuldig, um zu beweisen, hey, wir sind nach wie vor gut. Wir haben immer davon gesprochen, dass wir gut sind, nicht mehr und nicht weniger. Ich wollte dann doch nochmal zurück auf so ein paar Personalien. Zum einen natürlich die Frage, ob Yannick Ruth wieder im Tor steht. Ja, Yannick wird im Tor stehen und hat am Sonntag schon auch normal trainiert, genauso wie Maxi Rohr auch. Und deswegen. Und dann also Müller und auch Marco Schuster sind dann auch beides Kandidaten, also, an Marco noch Probleme. Entschuldigung, das war der eine Spieler. Ich habe schon die ganze Zeit irgendwie so einen Denkfehler gehabt, weil wir 23 Feldspieler im Kader haben grundsätzlich. Und der Marco war nicht auf dem Platz. Also der trainiert nach wie vor dann auch isoliert. Und ja, Uwe Rüdemeyer war einer der wenigen, die am Samstag, wie ich finde, so seine Leistung abrufen konnte. Er ist jetzt aber nicht mehr der Jüngste. Wie sieht es bei ihm denn aus? Wäre er bereit jetzt morgen wieder für den Startelf-Einsatz? Grundsätzlich ist es ja immer schön, dass Journalisten dann entscheiden, ob ein Spieler gut oder schlecht gespielt hat. Das ist dann manchmal auch eine verzerrte Wahrnehmung oder man zumindest mal nicht immer deckungsgleich. In dem Fall will ich das gar nicht beurteilen. Aber mit der Frage suggerieren Sie mir ja sozusagen, dass der Spieler gut war, was ich aber nicht gesagt habe. Ja, da will ich jetzt gar nicht urteilen, aber die Frage ist, wäre er jetzt bereit schon wieder, weil er hat ja dann doch so, schon mal ein paar Probleme. Und das ist grundsätzlich etwas, was eher schwierig ist für jemanden, der 35 plus ist, in der Kombination Samstag, Dienstag. Das ist Samstag, Mittwoch schon nochmal ein bisschen was anderes oder jetzt dann Dienstag, Sonntag. Diese Kombination ist einfach deutlich leichter wie Samstag, Dienstag. Diese Zeit ist schon relativ kurz und wir waren heute auf dem Trainingsplatz. Und wenn Sie im Hünemeyer, genauso wie aber auch anderen Spielern ins Gesicht geschaut haben, dann merkt man schon auch, die Saison war lang und vor allem diese englische Woche mit 90, 120, 90, die tut schon auch mal weh. Und deswegen gilt es da immer so eine perfekte Mischung zu finden zwischen einsatzfähigen Spielern, aber auch gierigen Jungs. Und da ist es sicherlich so beim Hühne, dass er sich vor 5 Jahren damit etwas leichter getan hat als aktuell. Das klingt jetzt aber auch so ein bisschen so, dass dann vielleicht doch mehrere Wechsel zu erwarten sind, dass wir so ein bisschen durchrotieren oder wie ist so die Überlegung? Ist tatsächlich möglich. Das ist einfach so. Einige Jungs haben nicht mehr ganz so frisch gewirkt wie zu Beginn der letzten englischen Woche. Da haben wir dann sicherlich mehr Jungs laufen lassen können. Aber ich bin mir da noch gar nicht im Klaren. Erst recht nicht nach dem heutigen Training, wo ich dachte, der eine oder andere würde vielleicht einen Tick frischer aussehen und andere wiederum müder. Insofern wird es auf jeden Fall noch ein ganz schön langer Weg durch so ein Labyrinth werden für mich in meinem Kopf. Was erwarten Sie denn für ein Derby? Was erwarten Sie für eine Arminia denn morgen in Paderborn? Ach, Sie wissen ja, mit den Derbys, ich bin jetzt noch nicht ganz so lange hier, aber die einen sagen so, die anderen sagen so in Bezug auf das Derby, weil man sich ja gar nicht so oft begegnet ist in der Vergangenheit. Aber rein örtlich gesehen liegt man relativ nah beieinander. Und ich würde jetzt schon einfach auch mal sagen, Arminia muss und wir wollen. Also die müssen auf jeden Fall, wir wollen unbedingt und deswegen glaube ich schon, dass es natürlich auch hitzig werden wird. Es werden ein paar Zuschauer auch aus der anderen Stadt hier sein. Und dann gucken wir mal, was die Arminien imstande sind zu zeigen und zu bringen. Und bei uns werden natürlich auch Jungs an die Reserven gehen müssen. So ehrlich muss man auch sein. Wir sind in einer Phase, da geht es nur noch um die letzten Körner, die letzten Reserven, so ein Stück weit Wille und nicht nur fußballerische Elemente. Wenn Sie sagen, Arminia muss, das heißt, Sie erwarten auch eine Arminia, die hier nicht im Bus reinstellt hinten, sondern die auch mitspielt? Ich glaube, da wird es solche und solche Phasen geben. Das haben Sie auch in den vergangenen Spielen so gemacht.
ich glaube nicht, dass das eine Mannschaft ist, die 90 Minuten so draufkacheln kann, wie Heidenheim das imstande ist zu leisten, weil die haben keine 11 Lauf-Junkies. Das hat nur Heidenheim. Und auf der anderen Seite ist es aber gleichzeitig auch keine Mannschaft, die sich unheimlich wohl fühlt, wenn sie tief verteidigt. Wir versuchen da immer eine ganz gute Balance reinzubekommen und wir müssen auf alle Elemente eingestellt sein. Fakt ist, sie haben nach vorne einfach Qualität und zwar so viel, dass sie jederzeit auch ein Spiel durch eine Einzelaktion entscheiden können. Und ich hatte jetzt beispielsweise gegen St. Pauli jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass sie als Sieger hätten vom Platz gehen müssen, aber fangen einen Ball ab und dann waren Hack, Okugawa und Serra am Ball und ruckzuck stand es 1-0 für die Armin und darauf müssen wir gefasst sein und am besten natürlich dem Gegner den Ball nicht in die Füße spielen. Das wär ein ganz guter Anfang. Wenn man mal auf die Tabelle schaut, ist ja schon verrückt. Unten stehen Arminia, es steht, mein Gott, nochmal Nürnberg unten, drittletzter ist St. Pauli, Fürth ist noch ganz unten drin. Was sagt das aus Ihrer Sicht so über diese Liga aus? Was all meine Kollegen Woche für Woche erzählen und Jahr für Jahr, dass die zweite Liga so eng beieinander liegt. Und St. Pauli war, glaube ich, vor 2-3 Jahren auch schon mal ganz unten nach der Vorrunde und haben dann eine fantastische Rückserie gespielt. Das ist einfach so eng beieinander. 2-3 Verletzungen, 2-3 Elemente, die sich in einem Spiel verändern, führen dann zu positiven oder negativen Serien. Es ist immer spitz auf Knopf. Und deswegen musst du immer auf der Hut sein und gleichzeitig dann eben aber auch dankbar für positive Zeiten. Denn negative, die kommen von alleine. Das ist ganz normal in dieser zweiten Liga. Und wir genießen einfach so diese Phase der vergangenen Wochen und Monate und ja, schöpfen daraus Kraft, auch für die letzten zwei Spiele. Und deswegen bin ich auch nach wie vor guter Dinge, dass wir einen positiven Jahresabschluss haben werden. Was macht man jetzt eigentlich noch in dieser ganz kurzen Zeit? Inwiefern wurde dann auch nochmal über Heidenheim gesprochen? Wurde es abgehakt? Wurde es aufgearbeitet? Und ja, bis zum Anpfiff jetzt, was steht da jetzt noch an? Ja klar, haben wir über Heidenheim gesprochen. Gestern in aller Deutlichkeit. Das gehört sich so. Und ab dem heutigen Tage ist Arminia in unserem Kopf. Die Zeit ist extrem kurz, auch in der Vorbereitung. Für die Jungs ist es auch nicht immer ganz so easy, aber machen wir uns nichts vor. Die Arminen wären extrem gerne in unserer Situation. Das ist Fakt. Und die sind mindestens genauso müde wie wir auch. Weil ich glaube, die haben am Abend gespielt und während die gespielt haben, sind wir gerade aus dem Flieger gestiegen, so ungefähr. Und deswegen Chancengleichheit für beide Mannschaften. Und gucken wir mal, welche Mannschaft dann am Ende als Sieger vom Platz gehen wird. Quasi über die gute Hinrunde haben wir schon gesprochen. Paderborn meckert sicher auf hohem Niveau, aber sehen Sie noch die Gefahr, dass man diese gute Hinrunde richtig verwässern kann in den letzten beiden Spielen? Oder sagen Sie, es kann nicht eigentlich passieren, was will? Also wir haben die Punkte, die wir haben und da wollen wir mal alle mal mit zufrieden sein. Naja, grundsätzlich ist ein wichtiges Kriterium eines Leistungssportlers die Gier nach mehr. Und ich glaube, die steckt schon in uns allen und gleichzeitig ist es aber eben auch wichtig, Dinge einordnen zu können. Und ich glaube, dass wir das als Mannschaft und als Verein sehr gut können, aber durchaus, und das möchte ich aber wirklich auch in Klammern stellen, eine journalistische, das Wort journalistisch möchte ich in Klammern stellen, Einordnungskrankheit immer vorhanden ist. Man wird sehr schnell zu einem Spitzenteam hochstilisiert und sehr schnell nach zwei Niederlagen dann in eine Krise geschrieben. Dem ist einfach nicht so, sondern das hat mit Spielplan was zu tun, das hat mit unterschiedlichen Verfassungen der Gegner zu tun und nur rein theoretisch, wenn wir jetzt gegen Darmstadt, Düsseldorf, den HSV und Heidenheim zu Beginn der Saison gespielt hätten und alles verloren hätten, wären wir auch kein Abstiegskandidat gewesen. Nur, das ist ganz, ganz schwer, das immer einzuordnen und deswegen kann man aus meiner Sicht immer als Trainer nur erst nach 17 Spielen mal so ein Resümee ziehen und dann sagen, hey, wir waren
gut, wir sind zufrieden und wir sind mit diesen 26 Punkten schon zufrieden, aber die Lust auf mehr, die ist nach wie vor vorhanden. Ich wollte eigentlich nochmal auf Ihre Zeit bei Arminia zu sprechen kommen, auch wenn es schon sehr, sehr lange her ist. Ja, was haben Sie da noch für Erinnerungen dran? Was verbinden Sie auch mit dieser Zeit und wie schicksalhaft war das dann auch für Ihren weiteren Lebensweg? Ja, die Zeit war kurz, intensiv, extrem lange her. Deswegen habe ich auch nicht mehr so viele Erinnerungen. Aber klar, du dürftest im Profibereich dann dabei sein als 17-Jähriger. Schlussendlich war es aber dann für mich auch eine Zeit der verpassten Chancen und um es auf den Punkt zu bringen, fußballerisch bin ich damals als Versager gegangen, das kann man genauso sagen und das hat mich dann geprägt, hat mir die Laufbahn gekostet im Fußball und deswegen bin ich früh Trainer geworden, deswegen jede Schattenseite des Lebens hat eben auch eine Sonnenseite. Insofern bin ich dankbar für die Erfahrung, habe so gut wie gar keine Kontakte mehr dorthin und bin darauf erpicht, die Arminen am morgigen Abend gemeinsam mit meiner Mannschaft dann auch zu schlagen. Wie viel Prozent war es dann damals auch den Verletzungen geschuldet, dass es dann halt nicht geklappt hat und dass Sie dann hinterher auch gesagt haben, ich höre auf, ich mache eine Lehre als Beamter? Ja, wenn ich clever wäre, würde ich sagen, aufgrund von Verletzungen bin ich gescheitert. Das machen ja die allermeisten, wenn sie es nicht gepackt haben. Das war natürlich ein Teilaspekt, aber unterm Strich habe ich einfach versagt, Punkt. Ich war für den Profifußball damals so nicht geeignet, weder körperlich noch mental. Habe ein paar Fehler gemacht und das gehört zu meinem Lebensweg dazu. Dafür muss man sich nicht schämen, sondern sich das eingestehen. Und war ja auch nicht so, dass die Arminen sich gefreut haben. Sie haben mich als Talent geholt und haben mich als als Nichts wieder heimgeschickt sozusagen. Insofern schon alles gut, so wie es ist. So, wir haben was gehört vom Labyrinth im Kopf von Lauf-Junkies. Und dann schauen wir uns doch mal an, wie es um die Dinge rund um das Spiel geht. Martin Hornberger ist bei uns. Martin, sind wir ausverkauft? Ja, vielen Dank, Matthias. Noch nicht ganz ausverkauft. Es gibt noch knapp 500 Stehplätze für die Nordtribüne. Aber wir erwarten, dass die auch in den nächsten Stunden dann weg sind, sodass wir morgen ausverkauft melden können. Beim Wochentagsspiel ist es immer so, dass man frühzeitig anreisen sollte. Der Public-Bereich öffnet 90 Minuten vorher, der VIP-Bereich 2 Stunden vorher. Also wie gesagt, eine frühzeitige Anreise macht sicherlich Sinn. Und um vielleicht auch die Kontrollen zu erleichtern, macht es auch Sinn, keine Taschen, Rucksäcke oder Ähnliches mitzubringen. Wir haben weiterhin das Testzentrum auf dem Vorplatz, das dann auch diese Woche noch genutzt werden kann. Und unser langjähriger, ja guter Partner Warsteiner hat sich auch was einfallen lassen. Heute Nachmittag werden schon 25 Gewinner für diese Doppelfässchen gezogen, werden auch informiert und im Rahmen einer Promotion wird das dann morgen auch nochmal beworben. Also vielen Dank an unseren Partner Warsteiner und vielleicht kann man, ich habe mal auf das Mindesthaltbarkeitsdatum geguckt, wer es dann nicht so nah oder zeitnah trinken möchte. Wenn man 2 Tage wartet, nachdem es abgelaufen ist, kann man auch nach dem Nürnberg-Spiel, also nach dem letzten Heimspiel am 28.05. diese Fässchen noch leer machen. Ja, Martin, so lange wollen wir nicht warten. Lass uns das ruhig morgen schon machen. Aber wir werden natürlich das angemessen machen mit Blick auf das Ergebnis. So, ich schaue nochmal in die Runde, ob es noch abschließend Fragen gibt. Ja, Frank Beinecke, bitte gerne. Vielleicht nochmal eine kurze Nachfrage. Es gibt ja auch dann viele Arminen-Fans, die sich dann noch Karten im Heimblöcken gesichert haben. Gibt es da irgendwie Auflagen, dass man da mit Arminia-Schal, Arminia-Trikot irgendwo nicht reinkommt, oder? Ja, das ist ja bei uns so, dass auf der Südtribüne und in den angrenzenden Sitzplatzbereichen man nicht mit Gastkleidung kommt. Das Gleiche gilt ja auch für den Gastbereich. Ich glaube, die Arminen sind auch noch ein paar Karten frei geworden. Also da gibt es auch noch Möglichkeiten, Karten zu bekommen. Und
Das gilt ja für alle Spiele, dass man mit gegnerischer Fankleidung nicht bei uns auf die Süd- und die angrenzenden Sitzplatzbereiche M&R geht. Ja, ich denke, wir können davon ausgehen, dass die letzten Karten auch noch weggehen bis morgen am späten Nachmittag und werden dann mal die organisatorischen Dinge rund um das Spiel auch nochmal auf unseren Kanälen veröffentlichen. So, nochmal ein Blick in die Runde. Ich sehe keine Meldungen mehr. Dann vielen Dank für die Teilnahme an der Pressekonferenz und die vielen Fragen rund um das Spiel. Wir freuen uns sehr darauf, auf das OWL-Duell und insofern bis morgen Abend. Dankeschön.